Hallo meine Lieben, heute melde ich mich zurück mit einem Video von Kreativ Bunt. Es ist jetzt noch nicht der große Horn. Ich möchte euch zuerst was anderes zeigen. Die liebe Vera hatte eine Aktion, um ihr Lager quasi leer zu bekommen vor der Inventur, die jetzt ansteht nächste Woche, und hat Überraschungspakete gepackt, bei der man dann natürlich die Artikel günstiger bekommen hat. Also meist zu den Einkaufspreisen sind sie dann in den Paketen rausgegangen. Da hatte ich mir zum Testen eins für 30 Euro bestellt, was schon vor einer Weile ankam. Das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen, was in diesem Paket bei mir alles drin war. Zum einen hatte ich hier diese Chipboard Phrases von der Kollektion Wish Upon a Star von Echo Park. Das sind so ganz dicke, aus Pappe so Sticker zum Dekorieren von Mini-Albencovern zum Beispiel, würde ich die jetzt zum Beispiel gut finden. Kann man sicherlich auch für andere Projekte verwenden. Dieses Set war jetzt drin. Dann gab es von My Favorite Things diese Notenstanzen, den Notenschlüssel, Musical Notes, auch sehr schön. Dann ein Designer Stencil 6x6 von Cartabella Christmas. Das sieht so aus wie so Schneefall, kann man immer brauchen für winterliche Projekte. Die war dabei. Dann gab es von Doodlebug ein paar Sachen, und zwar hier zwei Doodle Pops. Einmal diesen mit dem Popcorn, der nennt sich What's Poppin'. Und die süßen kleinen Dinos, Dynamite. Diese zwei Doodle Pops waren im Päckchen enthalten. Dann gab es einen Doodlebug Block, 6x6 Paper Pads, Snips und Snails. Das ist so für Thema Baby. Sind jetzt neutrale Farben, entweder für den Jungen oder halt auch, wenn man noch nicht weiß, welches Geschlecht es wird, oder man mag halt nicht so diese rosa quietschigen Töne, kann man natürlich auch für ein Mädchen verwenden. Nur andersrum würde ich es nicht schön finden. Für einen Jungen kann man halt kein Rosa nehmen, aber das ist halt sehr universell einsetzbar, finde ich, zum Thema Baby. Sehr süße Motive hier mit den kleinen Tierchen, Eulchen und so weiter. Ich habe den Block zwar schon einmal, aber das kann nicht schaden, wenn man mal ein Album draus machen möchte, hat man genug Papier zur Verfügung. Dann gab es von My Favorite Things diese Replenishments, das sind jetzt so in verschiedenen rot-rosa Tönen. Ich hoffe, ihr seht das gut. So Herzchen, so ziemlich dicke für Shaker-Cards machen. Da werde ich, denke ich mal, was für Halloween machen, eine Shaker-Card mal wieder und da so ein paar von diesen Teilchen hier reintun. Und auch super für Shaker-Cards hier von, irgendwie will der Fokus nicht so richtig, Neat and Tangled. So ein Päckchen mit Pailletten. Auch sehr schöne Farben. Ihr seht das, glaube ich, ganz gut. Kann man immer brauchen. Man kann sie auch einzeln aufkleben auf Projekte oder so. So ein Tütchen. Und dann gab es noch ein paar 12x12 Papiere. Einmal hier von Doodlebug aus der So Much Pun Kollektion. Das mit diesen süßen kleinen Kärtchen. Ich glaube, den Bogen habe ich sogar, aber das kann natürlich nicht schaden, wenn man ihn doppelt hat. Die kann man super ausschneiden und verbasteln. Oder man verwendet halt einfach mal diese Rückseite, die natürlich auch total witzig ist, wie so eine Art Wörterbuch. Oder, ja, So Much Pun. Hier steht auch nochmal die Nummer von dem Einzelbogen. Dieser Bogen war enthalten. Dann haben wir einmal Echo Park Imagine Set, die Jungs-Kollektion hier mit Dinos. Grrr. Und einmal so ein neutrales, oh, das ist jetzt eigentlich viel dunkler, als es in der Kamera scheint. Das verfälscht die Farben total. Dino Friends heißt es. Ja, das ist, weiß ich nicht, so ein Punktestreifen, fast Sternbildmuster, aber nee, für Sternbild ist es schon wieder zu wild. Dieser Bogen. Und dann gab es noch drei 12x12 Stickerbögen. Einmal die Little Man Kollektion, auch von, ja, Echo Park, genau. Also zum Thema Jungs, obwohl man natürlich auch bis auf hier dieses Boy und so ein paar Teile sicherlich für Mädchenalben oder so verwenden kann. Ja. Was ich ja immer finde, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die riechen immer total gut. Das ist wieder dieser Kleber da, aber manche würden jetzt sagen, die stinken. Ich mag den Geruch. Dann Perfect Princess, Echo Park. Den Bogen habe ich, glaube ich, auch schon, es sei denn, es gibt verschiedene, da ich dieses große Collection Kit habe, aber es kann nicht schaden, da ich mal aus der Kollektion ein Album machen möchte. Dann hat man genügend als Dekomaterial da, dieser Bogen.
Und was natürlich nicht fehlen darf, wieder Doodlebug, Sys and Zed Cardstock Stickers aus der Cream and Sugar Collection. Genau. Diese. Mit dem süßen Donut. Ah, der Cookie ist auch genial. Ja, und dann so verschiedene Texte. Kann man auch super die kleinen so für Karten nehmen oder halt um ein Album zu dekorieren, was auch immer. Super, super schön. Ja, also diese Sachen waren alle in meinem 30 € Überraschungspaket enthalten. Ich bin sehr zufrieden. Ich war sehr happy mit dem Paket. Und da mir das so gut gefallen hat und die dann auch rasant weggingen, nachdem die ersten gezeigt wurden, habe ich mir dann nochmal ein paar bestellt. Eins bekomme ich auch noch nächste Woche geschenkt. Ich hatte jetzt noch eins nachbestellt für 50 € und eins für 70 €. Die werden dann noch folgen in den nächsten Videos. Also seid gespannt, was da noch kommt. Dann, ihr Lieben, macht's gut. Schönes Wochenende. Tschüss.